Haben Sie manchmal das Gefühl, nicht gut genug zu sein und zweifeln, ob Sie es als Mensch wirklich wert sind? Dann holen Sie sich jetzt den Wertsteigerer 3000 von Ratiopharm. Mit nur einer einzigen Tablette am Tag können auch Sie das Gefühl haben, endlich gut genug zu sein. Nein, aber ernsthaft, das Gefühl, nicht gut genug zu sein, ist ziemlich nervig und lass uns das Ganze in 5 Minuten, der Timer läuft, jetzt ein für alle Mal beseitigen. Oh ja, und was unser Justizsystem damit zu tun hat, dass du das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein, das erzähle ich dir gleich. Das erste, was ich dir mitgeben möchte, kommt direkt aus meinem Coaching oder aus meinem Live-Seminaren, nämlich geht es um das Gefühl, dass du als Mensch nicht gut genug bist oder dass du nicht gut genug bist, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wenn es darum geht, nicht gut genug zu sein, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dann gibt es nur eine einzige Antwort. Probier es einfach aus, ob du jetzt schon gut genug bist, ein bestimmtes Ziel zu erreichen oder nicht. Das wirst du erst auf dem Weg herausfinden. Doch das Schöne ist, je länger du dich auf dem Weg zu deinem Ziel befindest, desto besser wirst du, desto mehr trainierst du, desto mehr Erfahrung sammelst du und dann wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit dein Ziel auch erreichen. Gut genug sein, um ein Ziel zu erreichen, kannst du also nur auf eine Art und Weise herausfinden. Probier es aus. Das andere, nicht gut genug zu sein, bezieht sich wahrscheinlich eher auf dich als Person. Dass du das Gefühl hast, als Person nicht gut genug zu sein. Dabei müssen wir eine Sache erstmal trennen, nämlich Marktwert und Selbstwert. Denn ein Denkfehler, den ich bei ganz, ganz vielen meiner Coaching-Klienten erlebt habe, ist, dass sie ihren Selbstwert mit ihrem Marktwert gleichsetzen. Sprich, sie haben ein tolles Einkommen, es läuft gut in der Karriere, top, dann ist ihr Selbstwert auch hoch. Läuft es hingegen mal nicht so gut, gibt es mal Rückschläge oder, Gott bewahre, sie fangen an, sich mit anderen Leuten zu vergleichen, die noch 1000-mal mehr erreicht haben als sie und der Selbstwert macht erstmal ganz schnell eine Talfahrt. Dein Marktwert ist etwas, an dem du arbeiten kannst. Und wenn du es möchtest, dann sollst du es auch tun. Wenn du mehr Einkommen haben möchtest, eine bessere Karriere haben möchtest, ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen möchtest, dann arbeite an deinem Marktwert. Aber dein Marktwert bestimmt nicht deinen Selbstwert. Denn es gibt keinen Grund, warum du als Person nicht gut genug bist. Und hier kommen wir zu dem größten Denkfehler, den die meisten Leute machen, nämlich sie versuchen zu belegen, dass sie gut genug sind. Doch gibt es irgendwo eine Grenze, welche sagt, okay, ab hier bist du gut genug, oh, ab hier bist du gut genug, ah nein, ab hier bist du gut genug, oh nee, die Grenze war ja doch hier, ab hier bist du gut genug. Gibt es diese Grenze irgendwo? Nein, natürlich nicht. Deshalb ist der Versuch zu belegen, dass du gut genug bist, dass du als Person wertvoll genug bist, vollkommen sinnlos. Es ist ein endloses Spiel, das du ad absurdum spielen kannst, meinetwegen bis du 99 Jahre alt bist. Wenden wir also einmal die richtige Logik an, nämlich es gibt keinen Grund, warum du nicht genug bist. Denn anstatt die ganze Zeit zu versuchen zu belegen, dass du gut genug bist, wo es ja keine festgesetzte Grenze gibt, gibt es keinen Grund, warum du als Mensch, warum du als Person nicht wertvoll genug bist. Es gibt keinen Grund, warum du nicht genug bist. Und das erkläre ich dir jetzt mal anhand des Justizsystems. Läufst du die ganze Zeit durch die Straßen und brüllst, ich bin unschuldig, ich bin unschuldig, ich bin unschuldig. Hey, habt ihr gehört? Ich bin unschuldig. Hast du gehört? Ich bin unschuldig, ja? Ich bin unschuldig. Okay, ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Wahrscheinlich läufst du nicht so durch die Straßen, oder? Doch genau das machst du, wenn du die ganze Zeit versuchst zu belegen, dass du wertvoll genug bist, dass du als Person genug bist. Aber wovon gehen wir denn in unserem Justizsystem aus? Ganz genau. Unschuldig bis zum Beweis der Schuld. Niemand muss seine Unschuld beweisen. Von Anfang an wird angenommen, dass die Person unschuldig ist, es sei denn, es gibt klare Beweise dagegen. Aber eine simple Aussage wie die Person da, ja, der da drüben, der ist ein Mörder, das weiß ich, wird weder bei der Polizei noch beim Gericht durchgehen. Denn was ist die erste Frage, die sie stellen werden? Naja, wo sind denn die Beweise dafür, dass die Person so ein schlechter Mensch ist, dass sie ein Mörder ist? Ohne klare Beweise wird diese Anschuldigung sofort fallen gelassen. Es wird von vornherein angenommen, die Person ist unschuldig, es sei denn, es gibt klare Beweise, die dagegen sprechen. Doch diesem Prozess folgst du wahrscheinlich nicht in deinem Kopf. Du versuchst die ganze Zeit zu beweisen, dass du unschuldig bist, aka, dass du gut genug bist, anstatt als Standard zu haben, hey, es gibt keinen Grund, warum ich nicht genug bin. Denn nur so funktioniert unser Justizsystem. Es wird von Anfang an angenommen, dass du unschuldig bist. Und so sollte auch deine Gedankenwelt funktionieren. Dass du von Anfang an annimmst, dass es keinen Grund gibt, warum du nicht genug bist. Und wenn sich dann mal der ein oder andere negative Gedanke einschleicht wie, ja, aber du kannst das ja gar nicht. Du bist gar nicht intelligent genug dafür. Dann brauchst du nichts anderes zu machen, als zu sagen,
Okay, wo sind die Beweise? Zeig mir die klaren Beweise. Es wird keine klaren Beweise geben, denn das sind alles nur Gedanken und die ändern nichts daran, dass es keinen Grund gibt, warum du nicht genug bist. Na, ich würde sagen, den Timer unter 5 Minuten haben wir geschafft. Und wenn du jetzt noch eine 3-Schritte-Anleitung haben möchtest, welche dir sofort dabei hilft, das Gefühl von innerer Unruhe und innerem Stress ein für alle Mal zu eliminieren, dann klick mal hier und schau dir das letzte Video an. Viel Spaß!